Manchmal spürt man die Gefahr. Doch wenn es geschieht, dann passiert es immer überraschend. Heimtückisch. Denn ehrlich sind sie nie. Verbrechen. Und damit herzlich willkommen zur Szene München vom Shocking Short Award. Diesmal in der alten Akademie drinne, in der Neuhauser Straße. Die ist jetzt die Akademie des Verbrechens. Ja, es findet also eine Preisverleihung statt. Aber mal ganz ehrlich, das ist natürlich das Höchste für die, die es betrifft. Aber für alle anderen ist das eine der geilsten Partys im Rahmen des Filmfestes München. Wo, wenn nicht in der Akademie des Verbrechens, kann man endlich mal reinen Tisch machen, sein Gewissen erleichtern. Wer hat schon mal ein Verbrechen begangen? Wer hat sich zum Beispiel im Flugzeug schon mal abgeschnallt, bevor das Anschnallzeichen erloschen ist? Wer ist noch im November mit Sommerreifen rumgefahren oder hat beim Einkaufen zu viel Wechselgeld zurückbekommen und hat vorsichtshalber aber nichts gesagt? Wir klären auf. Jetzt. Wenn Töten ein Verbrechen ist, dann ja. Ich habe gemordet, jawohl, ich gestehe. Das ist ja Definitionssache, was ein Verbrechen ist. In manchen Ländern ist das eine ein Verbrechen, in den anderen nicht. Eine Ameisenkolonie oder was war es denn? Na, es war schon was Größeres, doch, doch. Ja, im alten Jahrtausend. Ja, ja. Nein, das möchte ich nicht erzählen. Es ist leider wahr. Ich habe schon Menschen erschossen, ich habe sie schon erstochen, vor allen Dingen der Rückkehr des Tanzlehrers von Henning Mankell mit Tobias Moretti, damals noch Maximilian Schell. Und ich habe das alles in Filmen ausleben dürfen, sodass ich im Privatleben ziemlich sanft bin und schnurr wie eine Katze. Am schlimmsten, glaube ich, war das im Sommer mit Winterreifen zu fahren. Also nicht andersrum, sondern im Sommer mit Winterreifen, das macht man nicht, weil das erhöht den Spritverbrauch. Das finde ich, es ist sehr, sehr, sehr kriminell und gefährlich. Ich war 8 und es war am Schliersee, mal wieder. Ich war spielen bei einem guten Freund von mir, wir haben Playmobil gespielt und ich habe am Ende sein Formel 1 Playmobil-Auto. Und er hat mich nach 10 Jahren gefragt, was denn eigentlich mit diesem Formel 1 Auto ist. Ich hatte es nicht mehr, ich hatte es dann natürlich wieder verschenkt an meine Nichten und Neffen, aber das war ein sehr großes Verbrechen damals. Nee, ich glaube, ich bin relativ harmlos. Leider kann ich über keine kriminelle Vergangenheit berichten. Nein, scheiße, jetzt fällt mir ein, ich bin schwarz gefahren. Auto meiner Mutter raus aus der Garage genommen mit 15. Und ich habe ein bisschen auf dem Land gelebt, wir sind dann immer ohne Führerschein rumgefahren, bis ein Freund von mir einen Unfall hatte. Aber nichts Schlimmes, nur gegen einen Zaun und dann war es plötzlich vorbei mit dem Schwarzfahren. Wenn du aber eine wirklich gute Crime Story meinerseits hören möchtest, dann erzähle ich sie heute Abend schon zum dritten Mal, aber ich wurde mal als Bankräuber verdächtigt und auf das Polizeipräsidium hier um die Ecke in der Edstraße abgeführt. Ich glaube, ich habe mal einen Kaugummiautomat mit einer falschen Münze geknackt. Ich habe eine falsche Münze reingeworfen und das waren kein 10-Pfennig-Stück, da gab es noch D-Mark, sondern das war irgendwas anderes. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ob es irgendwas Polnisches war oder aus Serbien. Also naja, es war so auf jeden Fall auch so eine Münze. Es war so, aber auch nur, weil ich in dem Moment, dass diese Bank ausgeraubt wurde, auf der anderen Seite der S-Bahn-Gleise gerade jemanden abgeholt hatte. Und dann stiegen wir beide in dieses Auto ein und fuhren weg und es muss ein wahnsinnig findiger, möchtiger Zeuge gewesen sein, der dann gesagt hat zur Polizei, ich habe da zwei Jungs gesehen, die sind in einen dunklen Golf eingestiegen und da weggefahren, das waren bestimmt die Bankräuber. Und lange Rede, kurzer Sinn, 3 Stunden oder 2 Stunden, vielleicht war es auch nur 1 Stunde, ich weiß nicht genau, später war dann Helikopter und Polizeiautos und so weiter. Ja, da gab es keine Diskussion, da gab es gleich einen 8er und gleich auf die Rückbank, weißt du, so gleich so. Hier so, gleich mit Kopf hier vorne auf der Kopfstütze. Und ich habe immer nur gesagt, Entschuldigung, was ist hier los? Warum? Ich habe nichts getan. Und glaubst du, sie haben mich voll kochen lassen. Kein Wort gesagt, nicht mit mir geredet, bis wir auf der Edstraße waren. Und da hat dann erst der Polizeioberhauptkommissar zu mir gesagt, ja, Herr Matzer, tut mir leid, das war ein Irrtum, aber es ist so, die Verfahrensweise, Sie können wieder gehen.
Danke. Alexander, jetzt bist du ja eher so der sanfte Typ, ja? Aber du kennst ja auch diesen Spruch ab und zu in einer Situation, da rutscht es einem raus, oh, ich könnte den umbringen. Unter welchen Umständen wärst du aber tatsächlich zu einem Mord fähig? Eine ernste Frage. Gut. Also, wenn es was bringen würde. Aber weißt du was? Wenn du einen umbringst, dann musst du alle umbringen. Ich glaube, das ist endlos. Im Münchner Straßenverkehr, wenn die Leute anfangen zu hupen, fühle ich das manchmal, ehrlich gesagt. Da kommt manchmal so eine Wut hoch. Heute zum Beispiel wollte ich links abbiegen, habe einen Blinker gesetzt, habe angehalten zum Linksabbiegen. Hinter mir, buup, und ich bin fast ausgestiegen und bin gewalttätig geworden, fast. Und da könnte ich mir schon manchmal so vorstellen, ich habe da auch so Szenen im Kopf, wie ich einen Blinker rein tue, aussteige, den anderen aus dem Auto zehre und Hallo sag. Ich glaube, alles, was meine Familie angeht, da bin ich sehr dünnhäutig. Ich glaube, wenn es an das Leben meiner Familie geht, meiner Frau, meines Kindes, meiner Eltern, meiner liebsten Freunde, natürlich an mein eigenes Leben, ich werde immer zum Schutz anderer oder auch zum Schutz meines eigenen Lebens, würde ich wahrscheinlich bis zum Extrem gehen. Aber immer vorzugsweise es gar nicht so weit kommen lassen, also deeskalieren, aber meine Güte. If it happens, you must protect yourself. Also du musst dich schützen, wenn es eben soweit ist. Und ich glaube, das geht wahrscheinlich den meisten Menschen so. Es wäre eher Notwehr. Dazu wäre ich dann gerne bereit, ab und zu. Aber Mord geplant, bin ich wahrscheinlich einfach zu harmlos. Also wenn du dir erstmal den Step machst. Aber eigentlich, glaube ich, habe ich gar keinen Bock, irgendjemanden umzubringen. Weil das kommt ja dann irgendwie immer zurück. Wie es den Wald rein umbringst, so kommt der Wald auch wieder zurück. Ach, das möchte ich an der Stelle gar nicht sagen. Es gibt Situationen, in denen ich definitiv dessen fähig wäre, aber das hätte dann immer damit zu tun, dass es Dinge sind, die Menschen betreffen, die ganz nah bei mir sind. Also du weißt, was ich meine, Familie und so weiter. Und ich bin trotzdem auch jemand, der ein wahnsinnig großer Gerechtigkeitsfanatiker ist, aber es muss schon wirklich ganz, ganz nah rangehen, damit ich, glaube ich, zu sowas fähig wäre. Und weiter geht's mit der Szene München vom Shocking Short Award in der alten Akademie drinne, die heute die Akademie des Verbrechens ist. Manu Lubowski, was war mal der Schrecken deines Lebens? Jetzt gerade, das war ganz furchtbar und ich habe alle meine Sinne, die proportionalen Kräfte einer radioaktiven Spinne dazu benutzt, dich zu erschrecken. Das war jetzt ganz furchtbar. Ah, ich glaube, jeder Flug wahrscheinlich bei mir. Ich bin ja so ein kleiner Flugphobiker. Insofern, ich weiß, was Todesangst bedeutet. Ich hatte mal die Situation, dass ich meinem Segelboot hinterhergeschwommen bin in Kroatien auf dem offenen Meer, weil es abgetrieben ist. Und ich bin einfach nicht hingekommen. Und ich bin geschwommen. Und ich habe dieses Segelboot nicht mehr erwischt. Und ich habe gedacht, ich ertrink. Und ich habe zum ersten Mal um Hilfe gerufen. Auf dem offenen Meer. Und da hörte ich einfach niemand. Ich hatte 4 Fälle, in denen ich also ganz knapp am Tod vorbeigeschrubbt bin. Das waren 2 davon Autounfälle, ein Motorradunfall. Und vor 2 Jahren in der Berlinale wurde ich von einem Auto angefahren und habe nur aufgrund wirklich meiner Reflexe habe es geschafft, dass ich nicht unterm Auto lag, sondern über die Kühlerhaube drüber bin. Und mit letzter Kraft habe ich dann noch hinten das Drahtseil erwischt, habe mich auf das Segelboot hochgehievt und hatte eine Platzwunde hier noch, weil ich ausgerutscht bin und so. Und dann habe ich auf dem GPS nachgeschaut, ich bin 3 Kilometer dem Schiff hinterher geschwommen. Und deswegen die Empfehlung von mir, schwimmt niemals ein Schiff auf dem offenen Meer hinterher. Ich konnte die Nacht nicht schlafen, ich war voller Adrenalin und habe am ganzen Körper gezittert. Und ein anderes Mal, wo ich Angst hatte,
Das war... Ich war mal mit einem Jeep in Costa Rica, mitten im Dschungel, ganz oben im Berg. Es hat geregnet und es war eine Sackgasse und ich musste umdrehen auf ungefähr eine reifenbreite Piste. Und um umzudrehen, musste ich einmal in den Abhang, da ging es 500 Meter runter ungefähr, musste ich im Matsch einmal in die Luft so wenden und gleichzeitig Rückwärtsgang einlegen, dass ich wenden konnte. Das hört sich jetzt technisch an, aber ich war quasi, um zu wenden, mit dem halben Jeep einmal kurz über dem Abhang. Und das Mädel, das mit dabei war, ist extra ausgestiegen. Wir haben vorher gesagt, wenn ich sterbe, wer was bekommt. Hör keinen Scheiß. Und nachher war ich total fertig. Als meine Frau nicht nach Hause gekommen ist, sie war auf dem Weg, sie hat meinen Sohn in die Schule gebracht und ich musste zum Flughafen. Und es war klar, wir haben so ein kleines Zeitfenster und sie ist nicht aufgetaucht und ich wusste nicht, was los ist. Es hat sich herausgestellt, dass ihr Handy dann leer war, aber ich konnte sie nicht erreichen und gar nichts. Und ich hatte, da ich zum Flughafen musste, sie wollte mich hinfahren, gab es für mich gar keine andere Erklärung, als dass sie einen Unfall hat und eben irgendwo im Krankenhaus ist oder sonstiges. Also das war wirklich, wo ich an der Grenze zu Panik war und nicht wusste, was ich tun soll. Und das wünsche ich keinem, wirklich in einer solchen Situation. Aber glücklicherweise ist sie zurückgekommen, es hat sich aufgelöst und nun, alles gut sozusagen. Ich wurde auch schon mal am Flughafen angehalten und auch da schon mal abgeführt, weil man dachte, ich hätte irgendwie in meinem Gepäck was verräumt. Also mir sind schon ein paar Sachen passiert, wo mir das Herz in die Hose geplumpst ist und eben auch da bei dieser Banküberfallkiste, wo ich schon so dachte, wow, shit, wie ist das eigentlich, wenn man mal so fälschlicherweise verdächtigt wird und dann irgendwo, weißt du, in so eine Situation gerät, wie manche oder viele Menschen da draußen, die dann unschuldig im Gefängnis sitzen und denkst du so, hey, hallo? Ja, ist mir zum Glück bis jetzt noch nicht passiert. Tja, das war's mit der Szene München vom Shocking Shorts Award in der Alten Akademie, der Akademie des Verbrechens. Beim nächsten Mal, da treffen wir uns auf der Praterinsel beim Empfang des Filmfernsehfonds Bayern. Wow, guck mal, die suchen genau mich. Stellenangebot, Passfälscher gesucht, Vorkenntnisse sollten bitte vorhanden sein. Ich glaube, ich habe irgendwo noch eine Lügenpresse im Keller. Damit müsste das doch eigentlich funktionieren, oder? Was drucken? Mal schauen. Das war's. Danke. Servus aus. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, so gut jetzt. Ja, guck mal hier. 089.